Lieber Herr Kardinal Kasper, es erfüllt mich mit Freude und Stolz, Sie heute begrüßen zu dürfen. Sie haben sich immer schon als Mann der Kirche verstanden, für den die Reformatio in capite et membris kein Fremdwort ist. Ja, den eine brennende Sorge um die Zukunft unserer Glaubensgemeinschaft gerade hier in Westeuropa erfüllt. Hier hat mit Papst Franziskus, ohne irgendwie die Meriten seiner Vorgänger mindern zu wollen, eine neue Zeit begonnen, mit neuen Themen und einer südländischen Dynamik. Und Sie, lieber Herr Kardinal, sind nach der Feier Ihres 80. Geburtstages in die Jugendjahre der Erneuerung eingebunden. Selten haben wir unsere Aula so voll gesehen wie bei Vorträgen rund um Tod und die große Frage nach dem, was danach kommt. Es macht die Gemeinschaft der Kirche so wertvoll, dass sie nicht nur ein Miteinander von in der Lebensblüte stehenden erfolgreichen Menschen ist, dass sie den letzten Fragen des Menschseins nicht ausweicht. In diesem Kontext sehe ich und bin froh über das diesjährige Thema des Symposiums. Es wandelt den Menschen, wenn er sich in einer Hoffnung verankert weiß, die feststeht, und wenn er täglich beten kann: Auf dich, Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt, in Ewigkeit werde ich nicht zu Schanden. Was dürfen wir hoffen? Was ist unser Ziel des Lebens? Wo enden wir und wie können wir auch von dieser Hoffnung her unser Leben heute gestalten? Darum geht es eigentlich, das ist eine grundsätzliche Frage für uns alle denkenden Menschen. Dafür hat man unser Glaube, unser christlicher Glaube oder christliches Leben vollzieht sich in der Spannung von schon und noch nicht. Mit dem schon meinen wir, das Heil ist uns geschenkt, erlebbar. Wir leben in der Zeit des Heiles mit Gott in seiner Gemeinschaft. Mit dem noch nicht meinen wir, das Heil, das uns schon geschenkt ist, ist noch am Kommen. Das Fülle ist noch nicht da. Der Fülle des Heiles ist die Hoffnung des Lebens bei Gott, das wir als ewige Leben bezeichnen. Diese Spannung von schon und noch nicht des Heiles wollen wir in diesen Tagen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Der Ausgangspunkt unseres Nachdenkens ist immer die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, und seine Auferstehung ist die Grundlage unserer Hoffnung. Und diese Hoffnung ist die Kraft für das Handeln heute. Wenn wir diese Hoffnung nicht hätten, wenn wir diese Transzendenz, Offenheit und Transzendenz nicht hätten, haben wir keinen Sinn für unser Leben, finden wir keinen Sinn. So kann man sagen, die Zukunft, nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft bestimmt unsere Gegenwart und gegenwärtiges Handeln. Der Mensch fragt nach dem Sinn des Lebens und Ziel des Lebens, wohin gehen wir, was unsere Zukunft. Die christliche Antwort auf diese Frage ist die Gemeinschaft mit Gott. Wir tragen in uns diese große Sehnsucht nach Erfüllung unseres Lebens, Gottes Erfüllung des Lebens. Das Leben in Fülle ist das Sein in der Gegenwart Gottes. Dies alles wollen wir thematisch einmal vertiefen während dieser Tagung. Es wird viel über Weltgestaltung und die Verbesserung dieser Welt gesprochen. Und diese Welt hat es ja wahrlich auch nötig. Aber von der kommenden neuen Welt, von Tod und ewigem Leben, ist erstaunlich wenig zu hören. Wenn die Verkündigung so an den Grundfragen des Menschen vorbeigeht, darf sie sich nicht wundern, wenn sie immer weniger auf Interesse stößt. Dieses Verstummen entspricht einer heute weit verbreiteten Einstellung. Wir versuchen, den Tod zu tabuisieren, ihn zu verschweigen, zu verstecken. Man macht ihn unsichtbar und delegiert ihn an Krankenhäuser, Altenheime und Sterbekliniken. Der Tod ist kein Ding, und das, was man danach ist, kann noch weniger dingfest gemacht und dinghaft verstanden werden. Die letzten Dinge sind keine Dinge. Es gibt keine Physik der letzten Dinge.
Auch die eschatologischen Aussagen der Bibel sind keine Informationen über das Jenseits, kein Himmelsbätiger und keine Reportage und keine Vorschau der eschatologischen Zukunft. Sie sind Bilder und Gleichnisse. Das gilt auch von noch so hinreißend schönen, manchmal allerdings auch kitschigen künstlerischen Darstellungen vom Himmel und von den angst- und furchterregenden Bildern von der Hölle. Es sind Bilder, die Wirklichkeit selbst hat noch keiner gesehen. Der Mensch sucht wesentlich Gottes Antlitz, bittet sein Angesicht über uns leuchten zu lassen. Und dann im schönen Psalm 42, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Die Frage wird auch von den Psalmisten umso bedrängender, als sie schon ehrt, der alttestamentliche Gläubige, der Frage der Spötter ausgesetzt sieht, die Fragen, wo ist nun dein Gott? In dieser Hinsicht ist der Psalm 22 besonders eindrucksvoll. Es ist der Psalm, den Jesus sterbend am Kreuz gebetet hat. Er beginnt mit dem Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erinnert daran, dass Gott ihn aus dem Schoß seiner Mutter gezogen hat. Du aber, Herr, bist nicht fern. Rette mich vor dem Rachen des Löwen, vor den Hörnern der Büffel. Dann kommt die Gewissheit im Psalm, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde. Denn er hat mich nicht verachtet, nicht verabscheut, das Elend des Armen. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor ihm. Er hat auf sein Schreien gehört. Deine Treue preis ich in der großen Gemeinde. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. Denn der Herr regiert als König, er herrscht über alle Völker. So der Psalm 22. Die Bibel spricht von dieser universalen Dimension unserer Hoffnung in grandiosen Bildern. Das Bild vom Weltgericht und das Bild vom himmlischen Jerusalem im letzten Buch der Bibel hat sich dem Gedächtnis der Kirche in besonderer Weise eingeprägt und großartige künstlerische Darstellungen gefunden. Man würde diese Bilder zutiefst missdeuten, wollte man sie als eine Art vorweggenommene Reportage des Endgeschehens verstehen. Wir dürfen sie aber auch nicht einfach wegentmythologisieren. Sie haben einen rational nachvollziehbaren Kern, der darin besteht, dass die Hoffnung von uns Menschen sozusagen aufs Ganze geht, dass wir in diesem Leben das Ganze immer nur im Fragment oder oft wie im Zerspiegel verwirrt und verwirrend sehen. Erst in der Gemeinschaft mit Gott, der alles in seinen Händen hält und der am Ende alles in allem sein wird, werden uns sozusagen die Augen aufgehen. Indem wir Gott schauen, wie er ist, 1. Johannesbrief, können wir in ihm auch uns selbst und unsere Welt erkennen, wie sie ist. In deinem Licht schauen wir das Licht, Psalm 36. Darum beten wir für unsere Toten, das ewige Licht leuchte ihnen. Augustinus hat über diesen entscheidenden Punkt getroffen. Du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Für Thomas von Aquin ist der Aussagen aller Dinge von Gott und die Rückkehr aller Wirklichkeit zu Gott sozusagen die Weltformel. Ausgang und Rückkehr haben im Menschen ihren Scheitelpunkt. Jesus Christus ist als Gott Ziel, als Mensch zusammen mit seinem Leib der Kirche Weg zu diesem Ziel. Ausgang und Rückkehr aller Dinge von Gott. Das ist sozusagen einer Spirale zu vergleichen. Sie kehrt jeweils auf einer neuen Ebene zurück und so wird am Ende die Ernte
der Geschichte gereinigt und verklärt in die Scheune der Ewigkeit eingebracht werden. Nichts Gutes wird umsonst getan, keine Träne umsonst geweint und nichts umsonst gelitten sein. Wie die drei Weisen können wir Gold, Weinrauch und auch die Myrrhe unseres Lebens mitbringen und sie verwandeln und verklären lassen. Alles wird sein Ende und seine Vollendung finden. Gott wird alles in allem sein und wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht schauen und in ihm alle Wirklichkeit durch seine Verherrlichkeit verklärt erkennen. Dann wird Shalom, ewiger Friede und nicht mehr vollendete Freude sein. Dankeschön.